dagger! Well, that ain't mine! This one's dead. Hello, Alex. My name's Zoe. I think we can help each other. You know these guys, right? Of course you do. One killed your brother, the other framed you for his murder. Here's the deal. I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, a.k.a. Shiv, leader of the 510 Motor Club. I'm in. You got 8 more years in here. You can wipe that slate clean, clear your name. I said I'm in. Okay, you're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. I'll be in touch. I'm keeping this. Whatever gets you stoked. So, und damit herzlich willkommen zu der Close Beta von The Crew. Danke an Ubisoft, dass ich hier dran teilnehmen darf und das Ganze auch aufnehmen und hochladen darf. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Ja, Moment. Das Ganze ist eine Art Open-World-Racer mit vielen Missionen und einer Storyline, der wir hier schon ein bisschen auf den Zahn fühlen konnten. Das Tutorial, das habe ich am Anfang, also es gab noch ein Tutorial davor, das habe ich ein ganz klein bisschen übersprungen, um mich selbst einmal kurz dran zu gewöhnen und euch das auch nicht vorwegzunehmen. Und ich denke, ich habe euch hier in Kurzform das Wichtigste gezeigt. Hier ist unsere Collection und hier ist der Showroom. Gehen wir mal rein. Ein Chevrolet, ein Nissan, ein Ford oder eine Dodge. Hier können wir eins von diesen 4 Autos wahrscheinlich nehmen und wir haben hier auch noch die Test-Drive-Möglichkeit und so weiter und so fort. Vom Geld her sollten wir an alle drankommen, kosten nämlich alle gleich viel. Ja, der Dodge Challenger ist natürlich schon mal geil oder hier der Ford Mustang, ein Mustang ist das. Ich glaube, ich nehme den Mustang. Yes. So, das ist unser Auto. Und damit wollen wir jetzt unseren Bruder rächen gehen, beziehungsweise diesen kriminellen, korrupten Bullen ans offene Messer liefern. Und so, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wahrscheinlich einmal die ganze Karte zu sehen. Und die Map ist riesig. There are 510 tuners all over the country who specialize in different car modifications. As this operation progresses, you'll need to access these tuners. But for now, let's get you a street ride. Street spec cars are lightly modified rides, built for street racing and tuned for the open road. Most common 510 ride for a reason. Street spec should be your first choice for cross-country road trips. Ja, wir haben auch auf der Karte mehrere Aktionen oder sonstiges. Hier ist ein Car Turner Street. Hier sind wir gerade. Wir sind in Detroit unterwegs. Könnten hier auf der Map auch live Sachen machen oder machen hier so einen kleinen Driving Test Level 1. Da setzen wir uns mal einen Wegpunkt hin. Fangen wir mal hier mit dem Basic Kram an. Jetzt geht's wieder in die sozusagen Third Person Sicht und dann geht's los. Wir sollten einen Car-Tuner als erstes aufsuchen.
Und daher kann ich auch, glaube ich, auch direkt hier stehen bleiben. Cardila, nein, den wollen wir nicht. So. Und ja, auf dieser Welt fahren auch noch andere Leute rum, so wie der da, der hier auf der falschen Straßenseite fährt. Und so kann man sich auch später für Rennen, was war da, ist da was explodiert, für Rennen und so weiter zusammentun. Entschuldigung, dass ich hier gerade so schrecklich fahre, aber ich werde hier auch ein bisschen gerammt von den Leuten, muss ich ja gerade mal so sagen. Und ja, das war auf jeden Fall erstmal hier der Anfang. Ich finde die Grafik für dieses Game sehr hübsch und ich sollte eigentlich mal wieder auf die Straße kommen mit meinem Mustang. Ich habe ihn hier schon mal schön sauber gemacht, neuen Glanz und so weiter. Damit können wir auf jeden Fall schon mal was anfangen. So. Wir wollen trotzdem erstmal unseren Driving-Test machen, bevor wir den Street-Tuner besuchen, den Car-Tuner. Denn ich möchte jetzt hier anfangen, ein kleines Rennen zu fahren. Ah, okay, sagen wir mal einen kleinen Test. Wird bestimmt so ein bisschen an die Steuerung gewöhnt sein. Ist aber auch nicht weit weg, aber ihr seht schon, der Wegpunkt war von der Distanz her gar nicht so weit entfernt. Und ihr seht schon, wie groß die ganze Welt ist. Am Anfang ist, also in der Close Build, ist die Welt noch nicht komplett vorhanden, sondern erstmal immer nur ein kleines bisschen. Und hinterher habt ihr gesehen, wie groß die Weltkarte in sich noch sein wird und dass da auf jeden Fall einiges auf uns zukommen wird. Und wir machen jetzt trotzdem hier, das machen wir zuerst. So, kann ich aber noch nicht. Solo müsste ich machen. Aber da brauchen wir hier Special Kyle Street. Das heißt, deswegen ist da dieses geschlossene Symbol da dran. Dann sollte ich mir mal jetzt einen Wegpunkt zu so einem Tuner setzen. So, wir gehen wieder hier in unsere Stadt rein. Da haben wir den Car Street Tuner, setzen uns einen Waypoint. Ist an sich auch nicht so weit weg. Und gehen wieder in die Third Person und fahren mal los. Stimmt, wir sollten unser Auto ja auch schon ein bisschen aufmotzen, bevor wir irgendwas anderes machen. Das wäre doch schon besser gewesen. So, vom Handling her, ich hatte jetzt bis jetzt zwei Autos gefahren, steuern sie sich natürlich auch ein bisschen anders. Auch wenn ich noch meine Probleme habe mit den Boliden, weil die sich sehr träge steuern. Das habe ich ja nicht schon fast aufgebockt, aber wir fahren ja eh zum Tuner. Kann ich noch gleich reparieren. Oh, hier sind Rampen versteckt. Da stand neben schon noch ein Muscle Car. Ich will gar nicht wissen, was da passiert ist. So, und den Car-Tuner, da gehen wir rein. Oh, da war ein Kratzer an der Seite. Da war ein fieser Kratzer. So, jetzt steht er bei uns in der Garage. Schauen wir mal, was wir machen können. These kits transform your vehicle for different terrain types. After fitting a spec starter kit, you can buy car parts that are automatically installed on your vehicle. Installing mechanical car parts increases your vehicle's car level. The higher the car level, the better it performs. Ja, Auto aufmotzen. Sehr wichtig anscheinend. Ihr seht unten, was da für Starter Kits gibt. Davon sollte man sich eins kaufen. Street, Dirt, Perf, Raid or Circuit. Und deswegen schauen wir mal. Wir gehen mal hier ins Street Kit rein. Wir könnten das jetzt aufmotzen. Das ist Street Starter Kit, aber das haben wir ja schon. Muss ich hier das auswählen? Ah, nein, das ist die Collection. Select Street Kit. So, machen wir das mal. Können wir ja erstmal nur für die Street Level 1 nehmen. Ja, wir nehmen das Street Kit. Und natürlich muss man noch leveln und Geld sammeln und so weiter, damit sich das Ganze ausbaut. Hier wird das Auto mein Schnelllauf zusammengesetzt. Sehr geil. Streetcar purchased. It's a brand new car. Da haben wir hier unser Streetcar Standard, also Fullstock. Wir nehmen aber den hier. Ihr seht schon, hat sich ein bisschen geändert vom Aussehen. Und könnten es jetzt noch visuell ein bisschen pimpen oder performancemäßig können wir es auch noch bearbeiten an allen Ecken und Enden. Aber ich denke, gerade wir haben unser Kit jetzt drauf. Ich gehe mal nur visuell eben kurz rein und da können wir jetzt eine andere Farbe noch nehmen. Aber das lassen wir erstmal alles. Wir sammeln jetzt erstmal die Kohle. Und ja, wir wollen aus dem Car-Tuner wieder rausgehen mit unserer neuen Karre. Die ist jetzt ein bisschen auf Street gepimpt. Bedeutet, das eine Rennen, was gerade noch geschlossen war, das könnte ich jetzt machen, denn dafür war ein Street-Auto vorgesehen. Habe ich ihn auch ausgewählt? Bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube schon. So. Okay,
Okay, ich muss zu Zoe. Deswegen muss ich mich hier doch ein bisschen erstmal zoom in. Oh, wie geil. Und da seht ihr die ganze Weltkarte, wie groß das Ganze ist. Und hier fehlt es halt noch. Oder? Ist hier schon alles da? Warte, das kann man ja ganz einfach machen, indem ich eine Stadt treffe. Las Vegas zum Beispiel. Na, auch das ist schon da. Zumindest so weit für uns begehbar. Und ihr seht einfach, wie viele Cities es sind. Sondern wir müssen erstmal nach Detroit. Nicht ganz rein. Noch ein Stück raus. So. Und wo haben wir Zoe? Das bin ich. Der Car-Tuner. Ein Driving-Test könnte man hier machen mit meinem Auto. Und so weiter und so fort. Und sonst ist hier, glaube ich, nichts drauf. Dann markiere ich doch eigentlich den Driving-Test. So, habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich warte nämlich, ob ich hier noch den Punkt bekomme. Also, dass ich Zoe markiert sehe. Da vorne kommt jemand auf uns zu. Ist der Punkt jetzt aktualisiert worden? Gott, in New York ist auch noch was los. Den dann machen wir erst den Driving-Test. Jetzt ist gerade nichts in der Nähe, von daher... Hier wollen wir hin. Set Waypoint. Und los geht's.